Dann setze ich jetzt die Brille ab, weil das geht nicht anders. Und stattdessen setze ich jetzt meine geheime Identität auf. ja, wir spielen jetzt Capes, Leute. Und dafür setze ich auch nochmal. Also ich bin tagsüber Streamer und nachts bekämpfe ich das Verbrechen. Ich hoffe, das funktioniert, Leute. Also, ich muss jetzt hier kurz ein paar Sachen umstellen, damit das jetzt hier alles so funktioniert. Und mir schon einen Heldennamen ausgedacht habe. Für Namen seid ihr zuständig. So, also, wir werden jetzt Capes spielen, Leute. Aber ich muss ganz, 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 ganz kurz, wie gesagt, hier noch die Titel ändern. So. Das Beste ist, ich sehe jetzt noch weniger als sonst. Wir werden zum Superhelden in Capes. So. Spiel und Name wurde hier geändert. Jetzt muss ich das auch noch auf YouTube tun, damit das auch alles hier seine Richtigkeit hat. So, da, da. Also, wie gesagt, wir spielen nun Capes, Leute. Capes ist ein Spiel, das XCOM-like ist, aber nicht so hundertprozentig XCOM, wie ihr euch das vielleicht in diesem Moment vorstellt. Also, wir haben erstmal klassische Quadratfelder, auf denen wir unsere Helden bewegen. Diese Helden verstecken sich aber nicht wie bei XCOM hinter irgendwelchen Barrikaden, um in Deckung zu gehen. Genau, ich bin der Merp-Man. Sehr schön. Oder Captain Melone, meinetwegen. Bei diesem Spiel ist es so, dass die Helden natürlich, die verstecken sich nicht. Das wäre ja irgendwie peinlich. Die Helden haben unterschiedliche Fähigkeiten, wie es halt auch echte Superhelden in den anderen Universen haben. Und die, ja, können sie auch kombiniert einsetzen, also durch Combo-Aktionen. Sie haben auch Ultis, die sie benutzen können. Die bauen sich mit einer gewissen Zeit auf durch bestimmte Aktionen, aber bei jedem Helden anders. Es gibt zum Beispiel einen Tank-Charakter, der natürlich sehr viel einsteckt. Und umso mehr der einsteckt, desto mehr Ulti-Punkte baut der auf. Und dann kann er letzten Endes seine Ulti dann zünden. Moment, ich sehe gerade eben, dass ich das hier, glaube ich, auch noch anpassen sollte. Ja. Glaube, hier muss ich noch mal. Ach nee, das ist der Baum hier. Okay, das hat überhaupt nichts mit meinem Greenscreen zu tun. wie gesagt, das Spiel ist heute erschienen am 29. Mai und erscheint nicht nur auf PC, sondern auch auf der Nintendo Switch, PlayStation 5 als auch 4, sowie Xbox One und Xbox Series X. Das Spiel baut auch nicht auf ein RNG-System, so wie ihr es vielleicht von XCOM kennt, sondern hat klare Werte und hat, wie gesagt, diesen Combo-fokussierten Kampf. Das Ganze ist so ein bisschen angelehnt an entsprechende andere Comic-Welten, aber bedient sich nicht ihrer, sondern ist nur so ein bisschen angelehnt. Und das Originaluniversum und ihre Charaktere werden von Morgan Jeffet geschrieben, der übrigens auch das kreative Hirn hinter solchen Sachen wie Superhero Games und Freedom Force oder Teen Titans sein soll. Darüber hinaus ist das Ganze hier das Debüt von Spitfire Interactive sind also die Entwickler, die allerdings keine Greenhorns sind, sondern hinter denen verbergen sich Spieleindustrie-Veteranen, die sich dafür neu zusammengetan haben, Leute. Ja, und jetzt würde ich einfach mal sagen, schauen wir uns das Game einfach mal an. Also, wir starten in Capes. Ich habe schon ganz, ganz kurz mal in das Tutorial rein. Das Tutorial ist direkt mit der Story-Kampagne. Also es gibt halt eine Story-Kampagne in Verbindung und hat auch
eine gewisse Inszenierung, also eine schöne Story-Inszenierung. Gehen wir mal rein, Leute. Und wie gesagt, ihr könnt euch dieses Spiel kaufen ab heute. Macht Ausrufezeichen Capes in den Chat. Da gibt es einen Link. Das Ganze hier wird sozusagen, wie nennen Sie das? Also die PR wird von WeHype gemacht. Deswegen steht auch was in diesem Link von wegen WeHype. Und dahinter steht was, irgendwas in Merp. Das ist ein ganz, ganz klassischer Tracking-Link. Ne? Da kommt ihr dann quasi zum Spiel, glaube ich, auf Steam hin. Könnt es auf Steam normal kaufen. Aber dann wissen die halt, aha, ihr habt über mich gekauft. Und dann wissen die, ich habe meinen Job gemacht. So läuft der Hase lang. So, wir spielen hier auf normaler Schwierigkeit, weil ich will es jetzt hier nicht hart übertreiben. Wir starten rein. Go, go, go. Oh, oh, meine Frau hat mir Abendessen gebracht. Voll cool. Hm. Akt 1. King City. A prosperous and bustling metropolis. A safe place. A protected place. Until the day its golden guardians fell from the sky. And the company moved in to take control. Now King City's prosperity comes at a price. Anyone the company suspects of possessing superpowers is taken off the streets. While those that resist are hunted. We picked up that rogue super signal, boss. She's headed this way. Perfect. I love it when they run. Means I get to chase them. All right, beat it. Ey, auf YouTube funktioniert der Link leider nicht. Das funktioniert aus technischen Gründen nicht. Warum, weiß ich nicht. Müsst ihr auf Twitch bitte machen, Leute. Oder ihr guckt in die Stream-Beschreibung. Einfach aufklappen, Markus. Da steht's auch drin. Ich hab's aktualisiert, du kannst da auch den Link klicken. Holy hell! He turned this block into a war zone in less than a minute. This is it. Time to make a statement. I sort of figured we'd receive some kind of training first. You know, try out our new powers in a controlled environment. Virtual reality, combat drones, target practice, anything. You want to play archery tag, try joining the Boy Scouts. But right now, Crash Damage is down there kicking seven shades of shit out of some civilians. So you're gonna have to learn on the job. Ah, great. When management says you'll learn on the job, what they really mean is I don't know how to train you. Why is he kicking up a ruckus anyway? He's sending a message. Anyone who hides a cape gets put down hard. Cool pep talk, boss. Also hier sind die Superhelden, die gejagten Leute. Time to earn our merit badges. Help! Hey! Where's the soup? Und ein großer Konzern ist der Bösewicht, der im Grunde die Superhelden jagt, aber nicht nur die Superhelden jagt, sondern halt auch gnadenlos gegen normale Leute umgeht. Also, es ist halt sehr düster. Also, Facet ist unser erster Charakter. Der ist ein Beschützer. Ich klicke hier einfach mal ganz, ganz kurz durch. Da gibt es Aktionen, wie man es bei solchen Spielen kennt. Ne? Also, ihr seht, wir haben jetzt hier mehrere solcher Aktionspunkte, die uns dann halt auch zeigen, wie viele Bewegungspunkte wir theoretisch ausgeben könnten. Und auch später können wir Aktionen durchführen. Ich sollte mich jetzt hier hinbewegen, genau, ihr seht, das ist, also wie gesagt, relativ ähnlich wie bei XCOM, so wie ihr das kennt. Und wir stellen uns jetzt hier in den Weg, damit, also er, weil er ein Tank ist, ein Beschützer ist, diese Leute hier quasi vor ihrem Schicksal bewahren kann. Darüber hinaus hat er halt auch noch diverse andere Fähigkeiten, aber die werden uns jetzt hier näher beigebracht. Zum Beispiel kann er eine Kristallisation durchführen, wodurch er, wie ihr sehen könnt, 50% weniger Schaden erleidet.
und auch weniger Fernkampfschaden erleidet. Aber seine Bewegung deutlich reduziert wird. Also er wird dann nicht mehr so beweglich. Aber jetzt muss ich erstmal ganz, ganz kurz hier durch. Genau, dann verwandelt er sich auch ein bisschen. Also momentan, wie wir sehen können, sieht er so aus. Und dann sieht er nachher so aus, als er umgibt sich mit so einem Kristallmantelschutz. Das machen wir jetzt hier. Aktivieren das auf uns. Zack. Und jetzt wird er weniger Schaden bekommen. Was? Who the hell are you? Get out of here. I'll cover you. He's trapped. I can't leave without him. Damn it. They're still in the firing line. Better lay down some cover. Leave it to me. Genau, jetzt haben wir nämlich noch eine weitere Fähigkeit. Wir können nämlich noch mehr Kristalle erschaffen. Hier, die Wucherung. Und diese machen wir jetzt hier einfach in den Weg. Mit dieser Wucherung können wir mehrere Sachen machen. Einerseits können wir jetzt das machen, was wir jetzt gleich tun sollen. Nämlich einfach dafür sorgen, dass der andere Schurke keine Line of Sight mehr auf die Zivilisten da hat, damit er nicht auf sie schießen kann. Sondern wir können auch theoretisch dann natürlich seinen Weg, damit er nicht durchlaufen kann, blockieren. Oder wir können es später sogar auf ihn drauf machen, dann hält ihn das eine Runde lang fest. Why don't you pick on somebody your own size? Alright, it's your funeral. Well, how's he still standing? No targets. Move it up. Oh, jeez, looks like I'm up. Help! Die Rebound, das ist eine ganz andere Art von Heldin. Die kann sich teleportieren. Die ist eher dafür gedacht, um halt hinterhältig anzugreifen und kann dann zum Beispiel backstabben. So, die soll sich jetzt hier zum Beispiel jetzt mal darüber bewegen und kann damit jetzt hier diesen Zivilisten retten. Sie kann auch andere Leute teleportieren, das macht sie jetzt auch, wie ihr seht. Und jetzt können wir dann mit ihr dann hier rein teleportieren und Schaden machen. Momentan ist das alles hier gerade eben noch ein bisschen geskriptet, ne? Das ist jetzt hier die entsprechende, Tutorial-Mission. Surprise, Punks. Weil wir den von hinten angegriffen haben, haben wir extra viel Schaden gemacht. Und das baut auch bei ihr hier, wie ihr sehen könnt, so blaue Punkte auf. Diese blauen Punkte hier sind so ihre Ulti-Punkte, mit der sie dann irgendwann mal ihre ultimative Superkraft aktivieren kann. Bei ihm ist es so, jedes Mal, wenn er angegriffen wird, bekommt er halt diese Ulti-Punkte. So, sollen wir noch die Schattensense benutzen? Dann seht ihr quasi, dann geht sie da rein und wirbelt herum und dann killt sie den ersten Gegner schon mal. And stay down. Nice moves. Now step aside. I'm gonna finish this. So, jetzt können wir mit ihm hier eine weitere Fähigkeit benutzen. Also erstmal sollen wir da hingehen. Und dann können wir ihn jetzt hier den Abgrund runterschubsen. Alright, let me get that for you. Keep away from us. Huh? Are you serious? How's that for crouching? Where's the super? What super? I don't know anything. Stop it. Leave them alone. Oh, you want to play hero? Show them what happens to heroes in this town. No, no, please. Also die Schurken sind schon sehr, sehr schurkig. Aber die haben auch super Schurken, wie man sieht. We've got to stop this. Yeah, but I can't make that jump. Get a little closer. I can bounce us across. Und jetzt bringt uns das Spiel so nach und nach bei, dass wir ja, wie gesagt, auch Teamwork machen können. Und Teamwork ist quasi das große Feature dieses Spiels. Dafür, um Teamwork machen zu können, müssen wir immer innerhalb von drei Bewegungsfeldern um einen anderen Helden herum zu sein, um mit ihm zusammen Teamwork machen zu können. So, Teamwork, wie gesagt, Rebound hat die Fähigkeit, auch andere zu teleportieren. Und das machen wir jetzt hier auch. Teamwork, Teleportation, ihn darüber und sie wird sich dann danach darüber stellen. Supers? Wait, are these the ones we're after? Who cares? Waste them! Huh? I'll show you how it's done. Tja, oder auch nicht. Hardly a scratch. Every time they hit me, I felt a rush. Like adrenaline, but something else. Maybe getting hit channels your ultimate power. My ultimate power? What are you talking about? It's the greatest power
greatest manifestation of your power. Figure out how to tap into that, and the hero can turn the tide of any fight. Wie ich es vorhin schon sagte, ne, Ultis bauen sie auf unterschiedliche Arten und Weisen, je nach Held halt, und dann okay. Haben sie unterschiedliche Ultis. Get hit more, get more powerful. Good to know. Rebound. Time to make him hurt. Way ahead of you. Genau, jetzt soll ich die Schattensensei machen, hier rein. Guck mal, der hat jetzt auch gerade eben seine Waffe dadurch verloren durch die Attacke. Das ist mir gerade eben erst aufgefallen. So, dann geht sie jetzt da hinten hin. Und kann jetzt hier den ersten Combo-Angriff durchführen. Weil ich innerhalb von 1, 2, 3 Feldern bin, kann ich jetzt hier einen sogenannten Schattenklingen-Angriff durchführen. Der von hinten in Kombination funktioniert. Und ihr seht, weil sie halt hinterhältige Angriffe gerne macht, bekommt sie einen Kombo-Punkt und wird ihn killen. Mit einer kombinierten Fähigkeit von ihm. What a rush. Yeah, that's your ultimate power. Every super is unique. I guess yours builds the more you backstab. That's the kind of advantage you'll need to stop crash damage. Genau, jetzt seht ihr halt quasi, das Spiel erklärt jetzt genau das, was ich gerade eben gesagt habe, dass sie halt die unterschiedlich aufbauen. Bei ihr sind es halt hinterhaltige Angriffe. Now, Facet, finish off these goons. You got it, boss. Jo, Mama. Und schubst die Wups. We're gonna have to start thinking like a team to manage larger groups of enemies. Ja, und ab jetzt darf ich zum ersten Mal ein bisschen selbstständig spielen. Denn es gibt auch eine Initiative-Reihenfolge. Wir sehen nämlich jetzt hier gerade eben anhand dieser Zahlen hier, wer wann dran ist. Ne? Und ich muss jetzt natürlich verhindern, dass diese Einheiten jetzt hier von den Gegnern vor meinen Leuten dran ist. Das heißt, ich muss jetzt Crowd Control. Deswegen mache ich jetzt die Wucherung auf ihn. Dann bewege ich mich hier hin. Dadurch ist der jetzt hier im Nahkampf gebunden und Rebound ist sicher. Genau, da rechts sieht man es auch, ja. Und jetzt darf ich relativ frei spielen. Also, das Erste, was wir jetzt hier im Grunde eigentlich machen, ist uns jetzt hier erstmal hier theoretisch hier hinein teleportieren. Wobei, wir teleportieren uns, glaube ich... Na doch, wir teleportieren uns hier rein. Das war schon ein Hinterhalt und jetzt kann ich hier noch diese Attacke durchführen. Wow, ich kann die Kraft aufbauen. Das ist pretty good. Dann gehst du vielleicht noch hinter den hier. Mehr kann ich gerade eben gar nicht tun. Dann drücke ich F für zu beenden. Ihr seht, na, sie hält halt gar nicht viel aus. Und da muss man echt aufpassen. Ja, das sollten wir auch wirklich hier machen. Also, das Erste, was wir machen, ist jetzt erstmal ihn jetzt hier wieder festhalten. Dann gehen wir hier näher ran. Und ihr seht, ne, er könnte sich jetzt auch teleportieren, wenn Rebound in der Nähe ist. Aber wir hauen jetzt erstmal hier drauf. Erledigt. Und dann gehst du jetzt noch da hin. So, dann würde ich mal sagen, wir teleportieren uns jetzt. Wir machen es doch so. Dann habe ich wenigstens schon mal Schaden gemacht. Das ist leider kein hinterhältiger Angriff dadurch jetzt hier. Aber was ist, wenn ich jetzt dahin gehe? Es kostet mich 2. Ne, das hier wäre der hinterhältige Angriff. Okay. Verstehe ich zwar jetzt nicht ganz, aber... Jetzt. Erledigt. That's the last of the goons. Who the hell are you? We're the good guys. We're here to help. Maybe if we work together, we can take down crash damage. He's not my problem anymore. Huh? Thanks for the diversion, slowpokes.
This isn't over, you skinny little freak! Nobody escapes crash damage! There is no way she heard you! Not the super I was looking for, but whatever. You stupid amateur capes are all the same. Cause a little noise in this city and you all come running to play hero. Und jetzt haben wir einen Bosskampf. Well, playtime's over. You two are coming with me. Und da müssen wir halt echt aufpassen. Also diese Schurken, die können halt ein bisschen mehr. Die halten auch mehr aus und haben eigene sehr, sehr krasse Fähigkeiten. Alright, this is it. Time to see how you hold up when the shit gets real. Rebound. Use your backstab to charge your ultimate power. Not gonna get through his thick hide without it. And make sure you're out of the way when he attacks. He's gonna hit like a freight train. Let Facet take those blows. I'm not sure I volunteered for that. Ja, kann ich mir vorstellen. Also, jetzt spielen wir relativ frei. Wir können den Typen uns auch angucken mit Mouse Over, ne? Der Typ heißt Crash Damage, mächtiger Schurke, absolut besessen von der Jagd auf Supers. Er hat eine Bewegungsreichweite von 4 und macht 2 Schaden mit jeder Attacke. Was hier noch nicht dran steht, er hat noch eine weitere Fähigkeit, die wir aber noch nicht sehen. Er hat auch da oben, wie wir sehen können, 2 extra Leben. Das heißt also, selbst wenn wir seine Lebensbalken hier wegknüppeln, wird er noch 2-mal wiederkommen. Also, der hat auf jeden Fall einiges drauf. Er kann zerschmettern, mächtiger Nahkampfangriff, der, wie ihr sehen könnt, AOE verursacht. Er ist unaufhaltbar. Man kann ihn also nicht wirklich mit diesen Kristallen festhalten. Und er hat eine Fähigkeit, die er macht unbeweglich, ist immun gegen, also nicht, genau, er ist immun gegen Rückstoß. Man kann ihn also nicht schubsen. Das heißt also, das Beste wäre, wenn wir ihn jetzt hier tanken und schon mal ein bisschen Schaden machen. Ja, Sie seht, die anderen wären jetzt hier gestoßen worden. Er lässt sich jetzt hier nicht stoßen. Ich kann aber mal versuchen, trotzdem ihn hier festzuhalten. Wird aber wahrscheinlich nicht viel bewirken. So, mit ihr teleportieren wir uns jetzt hier hinter ihnen. Das ist der beste Weg, den ich jetzt hier gerade eben sehe, um hier kurz mal Schaden zu machen. Ha, take that crash damage. Dann versuchen wir nochmal Schaden zu machen. You think those little crystals will hold me? Das hier ist die Fähigkeit, die wir noch nicht kannten. You'll need to draw those fists away from Rebound one way or another. Oh yeah? How am I supposed to do that? This ain't exactly rocket science. Figure it out. Ah, okay. Also, wir bekommen jetzt einen Taunt, eine Provokation. Damit können wir dafür sorgen, dass er nur auf unseren Tank geht und nicht auf jemand anders. Stupid! If my body odor was as bad as yours, I wouldn't go hoisting giant boulders over my head. Oh, like that's going to work. That's it, Crystals. You're dead meat. Fine, fine. I stand corrected. Less sass, more backstabs, please. Also, es hat funktioniert. Also, wir versuchen ihm nochmal weh zu tun. Und ansonsten können wir mit ihm gerade eben gar nichts tun. So, sie kann jetzt ihr nochmal versuchen, hier diesen verketteten Angriff zu machen. Hallöchen, der Relic. Grüße, willkommen. Ich bin Captain Melone. Schön, dass ihr reinschaut. Grüße. Okay, jetzt machen wir mal den Typen hier fertig. Okay, mit dem Rücken zur Wand erhalte 10-mal einen Hinterhaltsbonus. Nice. Aber ihr seht, ne, was ich gesagt habe, jetzt hat er halt seine Lebenspunkte wieder voll bekommen. Und ja, so leicht wird das jetzt hier nicht enden. Wir gehen jetzt mal besser ein bisschen von ihm weg. Denn Face It sollte der Einzige sein, der hier Schaden bekommt. Autsch. Autsch. Okay, wir taunten ihn nochmal. Und hauen ihm nochmal eine rein. Und jetzt hoffen wir mal, dass Rebound das Problem löst. Oh, warte mal. Wir könnten auch noch diese Splittersperre machen. Das ist die Ulti, die jetzt freigeschaltet ist. Verursacht Wucherungen auf allen Gegnern in Reichweite und setzt sie fest. Komm, wir probieren das mal.
Auch wenn es gegen ihn nicht viel bringt, aber vielleicht bringt es ja doch was. Okay, wir wussten, dass er immun ist. Nur zur Bestätigung. Also, dann wird sie jetzt hier wieder sich ran teleportieren. Ultimative Kraft. Oh, die Ulti ist freigeschaltet für sie. Oh, geil, 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 geil. Dann nutzen wir sie doch glatt mal. Das wird alles verbrauchen. Ultimative Kräfte verbrauchen keine Aktionen und können zu jeder Zeit und so weiter. Okay, wir benutzen sie jetzt einfach mal. Los geht's. Alles klar. Ich glaube, das hat ihn geärgert. Such a tough guy without your pretty little crystals, are you? You put up a pretty good fight for a newbie. I'll give you that much. But it's like I said. Nobody escapes crash damage. Da kam der Zug mal rechtzeitig. Oh my god, I almost died. Wait, do you think he died? That guy? I doubt it. You think an entire train couldn't stop him? You really want to stick around and find out? Didn't think so. Back to base on the double. But we won, right? That was us winning our first proper fight. We're real superheroes now. Don't get ahead of yourself, kid. This ain't a city for heroes anymore. We're the resistance, not the cavalry. Okay, which means... It means... Get your asses back to base before the company's cavalry arrives. Doctrine out. Genau, der hat selber gerade Crash Damage abbekommen. Schöne Ironie. Hey, that was great. I was great. You were great. Me? You were amazing. You saved my life. I did save your life, didn't I? Well, maybe it's true. Maybe diamonds really are a girl's best friend. Oh, this isn't diamond. Some kind of silicon crystal lattice, as far as I can tell. Let's get back to base, Mr. Xylophone Lettuce. Ich find's cool, dass sie ihn einfach mitnehmen kann. Später tief in der King City. Panic this evening as a pair of super-powered terrorists went on a violent rampage through the streets of King City. The civilian death toll, we have been informed, could be in excess of 50. What? Death toll? Terrorists? We're not terrorists. We were defending those people. And where the hell's the footage of that big galoot we were fighting? This is how they do you. First the media kills your name, your reputation. Then some bastard with a skull for a belt buckle kills you in the streets. And nobody cares. This is the hero game in King City. Still want to wear the tights? It's a little late for us to back out now, Doc. Yeah, our first mission made us public enemies number one and two. Vigilantism's always been against the law, kid. Even back in my day. Sure, the mayor or the chief of police would smile when you stopped a bank heist, but you could tell they resented it. And that resentment, that made them look around for alternatives. Yeah? Well, what happened? What did they do? Forget it. Story time's over. The point is, we want to do this, we're gonna need an army. A super army? What are we recruiting? How? Every time a new super shows up, the company releases the hounds. Then you'll have to get faster. I got to you before they did, didn't I? Barely. Then we need to find out what the company does with the supers they catch. I have a hunch. Hey, Private Pinguin, dankeschön für deinen Raid. Schönen guten Abend, willkommen. Willkommen, Leute. Ich habe hier gerade eben eine Frage auch gerade eben noch bekommen. Ob man sich seinen eigenen Helden zusammenstellen kann, werden wir rausfinden, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Willkommen, Leute. Willkommen hier bei Capes, Leute. Wir spielen Capes, das kommt heute raus. Kommt nicht nur auf PC raus, sondern auch auf diversesten Konsolen.
Ihr könnt es, glaube ich, auf fast so ziemlich jeder gängigen Konsole spielen, wenn ihr es euch holen wollt. Falls ihr euch das Spiel auf Steam holen wollt, könnt ihr Ausrufezeichen Capes in den Chat machen. Bekommt ihr einen kleinen Link. Hey, Private Pinguin, na, wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen. Also zumindest im Real Life seit einem Jahr, glaube ich, nicht mehr, ne? Grüße dich. Willkommen. Und auch an deine Zuschauer hier. Hallöchen auch an Bierentchen. Dankeschön an dich für den Zap. Genau, lange ist her, ne? Salzburg, sag ich bloß. Salzburg, Private Pinguin. Mir geht's gut, ja? Trotz meines Urlaubs. Aber darauf gehe ich jetzt nicht nochmal ein. So, Leute. Also, ihr seht, wir haben jetzt hier gelevelt an der Stelle jetzt hier. Wir leveln also unsere Helden hier. Tatsächlich, glaube ich, auch je nach Aktion. Denn ich sehe, dass hier Faceit tatsächlich mehr Erfahrungspunkte gesammelt hat. Wahrscheinlich, weil er mehr gehauen wurde. Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn die leveln, denn ich habe es selber noch nicht gesehen. Keine Sorge, Private Pinguin. Captain Melone wird hier die böse Wichte hoffentlich aus der Stadt treiben. Der Alert hängt. Oh, Tatsache. Ach, dieser dämliche Alert. Oh, ich hasse es, dass das immer passiert. Der Raid Alert ist... Ja, warte mal. Ich muss mal ganz kurz mal das Overlay ausmachen. Und jetzt ist es wieder, ja genau, ich muss es kurz außen wieder anmachen. Jetzt geht's wieder. Danke für den Hinweis, dass der Alert gehangen hat. Also, wir machen weiter. Wir haben eine erfolgreiche Mission. Jetzt haben wir einen SP bekommen. Chiropraktikerin. Das ist wohl eine Mission gewesen, die sie hatte. Ich bin gespannt. Captain Melone, fucking. You sure? Nearly took me apart. How unfortunate. Oh, boss. I didn't know you cared. Think I've actually busted a couple ribs. Not that, you cretin. You let a pair of freshly minted capes go. Not to mention the speedster. And frankly, you're useless to me if you can't fight. Perhaps it's time for you to visit Alpha. Whoa! Let's not do anything we're gonna regret. They won't get away from me next time. I swear. Of course they won't. And either way, I'll find a use for you. Also ihr seht, da gibt's wohl noch einen böseren Bösewicht, vor dem alle Angst haben. Auf dem Hauptmonitor blitzt eine Nachricht auf. Okay? What does that mean? It means playtime is over. You two are up. Someone in the city is using powers. You need to bring them in before they fall into company hands. Well, you heard him, Diamond Dome. Let's roll. Whoa. Diamond Dome? I never agreed to that. Oh, Mann, der Smack Talk. Okay. Dann geht's los. Möglicherweise bekommen wir dadurch jetzt hier gleich den dritten Helden. Also ich weiß es nicht, aber ich bin gespannt. Ich nehme es an. Das Haus der Sarkas, Kensington Heights. That's it. Wait up. Are we sure we're doing the right thing here? You're asking this now. What do you mean? Should we be joining up with this weird old man's obsessive revenge trip? Should we really be roping other people into it? Probably not. But if the company gets to the kid, no one will ever see them again. Just like every other super in town. Doc's weird and mean, and his hygiene is questionable. But he's got to be better than that. So pulling this kid into our crazy adventure is the lesser of two evils? We've come all this way, so I hope so. Ugh, crap. Too late. Randale! Attention citizens! This is the company! Illegal superhuman activity has been detected at this location. Surrender the cape, or we will be forced to take extreme measures. Why can't you leave us alone? We've done nothing wrong. What do we do now? That's a lot of agents. Think we can take them? Suspect is non-compliant. Terminal force authorized. Ha! You heard him, boys. Body cameras off. Blow the door out and form up.
We told you, leave us alone! Back up! We need backup! This looks like our cue. Follow me! So, ja, ich versuche gerade eben was zu bannen, Leute. Ich bin gerade schon dabei. Eieieiei. So, schon passiert. Also, nebenbei geht's weiter. Waffen. Gegner können Waffen aufnehmen oder sich oder bei sich tragen und verursachen ihnen mehr Schaden oder lösen andere Effekte im Kampf aus. Meistens ist es das Beste, diese Gegner zu entwaffnen. Das haben wir schon gesehen, ne? Denn die müssen schlagen. Dann können sie diese Waffen nicht mehr gegen uns einsetzen. Jeder hält dann eine dedizierte Kraft, um Gegner zu entwaffnen. Entwaffnen funktioniert sowohl gegen konventionelle Waffen als auch um mächtige Attacken zu unterbrechen. Einige Kräfte haben als Nebeneffekt die Eigenschaft zu entwaffnen, wie Rebounds, Schattensense. Versuche Gegner im Kampf zu entwaffnen. Das werden wir gleich machen. Ich will bloß gerade noch mal ganz, ganz kurz den Sound anpassen, weil ihr habt ja gesagt, dass die Gespräche ein bisschen zu leise sind. Ist SA eventuell hier die die Sprachlautstärke, wo wir gerade Delik da sind, da haben. Was muss ich denn machen, um die Gespräche lauter zu machen? Das würde mir gerade sehr weiterhelfen. Ansonsten gehe ich halt einfach hier auf 100% und mache einfach alles andere nochmal ein bisschen leiser. Ich meine, das wäre auch eine Methode. Ah, Sprachausgabe SA, das würde Sinn ergeben. Ja, das würde Sinn ergeben. Das ist gut. So, dann haben wir nämlich vielleicht jetzt hier die richtige Abmischung und ich kann meinen Mischpult wieder auf normal schalten. Im Idealfall. So, wunderbar. Also, dann zurück und jetzt machen wir hier mal ein bisschen Halligalli. Also hier sind zwei von diesen Mieslingen. Wir haben diese Entwaffenfähigkeit, die sollten wir natürlich jetzt auch dringend benutzen. Es sind nur zwei Typen hier. Dafür muss ich im Nahkampf sein. Okay, wir gehen jetzt erstmal vor und entwaffnen jetzt erstmal den einen. So, leg mal eine Waffe ab. Ah, das ist auch dieser blaue Balken hier. Ich glaube, ich sollte mal diese Kristallisation auch mal anmachen. Und ansonsten machen wir gerade eben nichts mehr. Also, F. Möchtest du deinen Zug wirklich beenden? Ja, ich kann ja nichts mehr machen. I've got to get their attention. Also sie kann ja auch schon mit der Schattensense direkt entwaffnen. Komm, das machen wir mal direkt. Und dann ist der ja schon erledigt. Okay. Und jetzt versteckst du dich wieder hinter ihm. Da sind noch mehr von den Typen. Die habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Er müsste ja nur noch schreien quasi, hört auf mich zu schlagen, ich werde zu mächtig. Das könnt ihr euch doch selbst nicht antun. Ah, man kann auch die Kristallisation wieder deaktivieren, okay. Die sind alle nach uns dran. Das finde ich schwer in Ordnung. Aber eigentlich sollte ich jetzt da hingehen und die entwaffnen, wenn es nach mir geht. Oh, kann ich nicht. Aber das kann ich machen. See how much easier this is? So, der ist entwaffnet, das ist gut. Dann beenden wir diesen Zug. He's coming for us. Mal überlegen, ich sollte die jetzt auf jeden Fall irgendwie mal... Ich kann aber auch mit ihr da rein teleportieren, theoretisch. Dann ist sie halbwegs aus der Nummer raus. Yo, dann machen wir den schon mal fertig. I can feel the power building. Zack. Okay, dann... Ja, bleib... Okay, das ist jetzt nicht so gut mit dem. Geh mal in den Käfig rein. Wir gehen freiwillig da rein. Au. Oh, these boys make me mad.
Na gut. Warte mal. Ich möchte mal was ausprobieren. Wenn ich jetzt... Nee, warte mal. Ich will in den auf jeden Fall erstmal nochmal den Waffen. Let me help there. Das sind Waffen, die ihn leider nicht... You can't do that. Doch, das kann ich. Das hast du gerade gesehen. He's coming for us. Okay, dann gehst du jetzt hinter den hier. Das war schon mal ein Hinterhalt und dann kommt noch der zweite Hinterhalt dazu. Jetzt kann ich hier ultien. Erledigt. Alle beide. How dare you? We're good people. My son has done nothing wrong. Just leave us be. It's okay, Mom. These two, they're friends. Or they will be. They're the resistance, and they're going to ask me to join them. I'm going to say yes, Mom. I have to. Hey, hey, hey. Let's not jump ahead now. How do you know all that? And who said we wanted you to join us? We're real exclusive. No, you're not. I skimmed your mind while you were watching the house. He's kind of hard to read, but you're very loud. Thanks. Der kann Gedanken lesen. Look, we don't have a lot of time. We need to move now. Arthur, wait. Don't go out there, please. What if they see what you are? To lose my only son to the company? It would be too much. It's okay, Mom. We knew we couldn't hide this forever. It's time. More agents. Leave them to me. Ich glaube nicht, dass wir Helden am Anfang ablehnen können, aber ich bin gespannt, ob wir später quasi unsere Truppen selber zusammenstellen können. So, Mindfire, so heißt er. Er ist ein Angreifer, der seine geistigen Kräfte nutzt, um Gegner verwundbarer gegen seine telekinetischen Angriffe zu machen. Er ist am effektivsten gegen Gegner mit viel Gesundheit. Benutze Mindfires Verwundbarkeit und schwäche den Gegner. Ah, Verwundbarkeit. Das Ziel erleidet mehr Schaden durch Angriffe. Angriffe auf verwundbare Ziele erhöhen Mindfires Fokus. Ja, dann erhöht er also quasi seine Ulti-Möglichkeiten. Mehr Schaden 50% dauert für einen Zug. Er kann auch entwaffnen. Und er hat auch hier Telekinese 1 mit Facet am Start. Fügt einem Ziel in Reichweite Schaden zu, benötigt Sichtlinie. Facet erhöht den Schaden um 0,5. Okay. Also ein bisschen mehr Schaden halt. Okay. Machen wir erstmal auf den Typen da. Oh, my head. Jeder Angriff, der einen verwundbaren Gegner trifft, richtet Bonusschaden an und generiert Fokus für Mindfires telekinetisches Sperrfeuer. Benutze Mindfires Telekinese, um den Gegner zu besiegen, um den Fokus für seine ultimative Kraft zu generieren. Okay. Wow, okay, der macht ja richtig krass Schaden. Alles klar. Okay. Ulti. Er hat sich selber ausgesucht. Whoa, wow. Remind me not to get on your bad side. Is that all of them? We'd better bounce before more show up. Actually. Oh, da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr Probleme. Okay, entwaffne den Gegner. Einen muss ich jetzt noch entwaffnen. Warte, was kann ich da noch machen? Provokation Mindfire. Zwinge ein Ziel, sich zu Facet zu drehen und dessen Aktion auf ihn zu fokussieren. Mindfire erhöht den Wirkungsbereich. Ah, dann kann ich also eine ganze Gruppe von Gegnern so treffen. Dann gehen wir jetzt mal da vorne hin. Mal überlegen. Provokation. Das sind halt leider alle gerade eben etwas aus durcheinander. Aber ich kann mich jetzt tatsächlich hierhin teleportieren, was die meisten von denen jetzt hier schon schwer ablenken wird. Dann werden wir dich jetzt hier erstmal entwaffnen. Keep him away from me. I've seen what he could do. Wo kannst du jetzt hin teleportieren, meine Liebe? Leider noch nirgendwo wirklich hin.
Was ist das hier? Schattenklinge Mindfire. Mindfire lenkt das Ziel ab und garantiert Rebound Schattenklinge einen Hinterhaltsbonus. Oh lol. Okay, das ist cool. Okay, das ist cool. Jetzt können wir den hier dadurch hier sogar de facto einfach ausschalten. Schon direkt. Good to know. I could do this all day. So, jetzt kann ich mich nur noch wegbewegen, weil ich keine Aktionspunkte mehr habe. Dann gehe ich mal besser da hinten hin. Ich glaube, das ist gesünder. Und mit ihm kann ich eine Verwundbarkeit machen. Ah, aber das ist nicht in Reichweite. Okay. Einen direkten Angriff ist gerade eben auch nicht möglich. Aber ich kann jetzt durch sie einen Teleport machen. Much appreciated. Und ein Telekinese-Angriff direkt durch ihn. Das würde den halt fast schon killen, aber halt auch nur fast. Okay, wir versuchen jetzt erstmal ihn hier zu schwächen. Und mehr ist gerade eben nicht drin, also gehst du schon mal da drüben hin. Keep hitting him. We can break him. Das war gerade ziemlich sinnlos, wie ich gerade festgestellt habe. Aber alle gehen auf Face It, das ist gut. Take more than that to stop me. Okay, jetzt wird erstmal der hier wieder entwaffnet. Dann könnten wir dem hier Schaden machen. Jawohl. Ansonsten bleibst du hier stehen. He's coming for us. Und du kannst jetzt hier eine Schattenklinge hin. Ne, warte mal. Ah ne, sie sitzt zuerst dran. Okay. Ja, ich versuch's. Getting closer. Weil ich dachte, es geht nicht anders, Hans. Okay, komm. Bam. Gibt es halt keinen Hinterhaltsbonus, aber ich bin cool damit. So, du gehst da hin. Ist auf jeden Fall noch eine Reichweite jetzt hier. Dann werden wir... im Grunde kriege ich den jetzt ja easy down, ne? Wir gehen mal da hin. Drei Bewegungspunkte verbraucht. Das ist, glaube ich, gar nicht notwendig bei dem hier. Ne, ist es nicht. Der geht so down. Keep away from my friends. Dann können wir hier noch hingehen. Und dann werden wir den jetzt hier... Nee, das bringt auch wieder nichts. Okay, schade. Aber ich kann ihn hoffentlich auf... Jawohl, ich kann ihn auf Entfernung entwaffnen. Okay, das ist nice. Ready to lock some punks down. Okay, jetzt machen wir mal seine Ulti jetzt hier mal. Ja, gut, ich meine, die sind jetzt handlungsunfähig. Ist jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen, aber ich fand's ganz witzig. Ah, das haut ihn da direkt raus. Okay, gut zu wissen. Mehr Attacken kann ich gerade eben nicht durchführen, also beenden wir mal seinen Zug. Das killt den hier. And stay down. Und machen wir noch hier eine Ulti, eine Combo. Zack, erledigt. Okay, now we need to get moving. There could be reinforcements on the way. I have to go, Mom. Be strong. Be strong for me. This wretched city is an upside-down place. No son should ever have to tell his mother to be strong. Go then. Go do what is right. Even when what is right is hard. And the two of you? Look after my son. He's just a boy. He shouldn't have to bear such burdens. Mom, I'm not... Listen, I'm ready for this.
warum ich die Maske aufhabe, weil wir Capes spielen. Ich bin heute Abend ein Superheld. Everything okay, Big Brain? What? Yes, yes, it's fine. Don't start jumping at shadows above. You need to fit in. Let's go. Er will reinpassen, aber schwebt einfach so mit. Rebound und Faceit zeigen Mindfire seine neue Bleibe. Die schicken Hightech-Räume, die Loge und das ehemalige Zuhause von echten Superhelden sind schon lange verfallen und in behelfsmäßige Unterkünfte umgewandelt worden. Ich bin natürlich Captain Melone. Verblichene Bilder und ein paar Zeitungsausschnitte. Oh, das war zu schnell weg. So, I live here now? Is the entire place made of Ratchet or just my room? Pretty much all of it. Welcome to the glamorous life of the city's last superheroes. Superheroes are dead, Facet. They have been for a long time. No, they just smell that way. Speaking of, wait until you meet the old man. You two are really gonna hit it off. Listen, we may be out of fashion, but somebody's gotta do this job. Why not us? Also ihr seht, ne, die Superhelden sind wohl alle wirklich mehr oder weniger weg und wir sind so das letzte gallische Dorf. Drei Helden sitzen an einem großen, okay. Auf der Rückenlehne kann man trotz des Staubs und der Verwitterung immer noch die Symbole der Helden sehen, die einst dort saßen. Also es gab mal große Superhelden in der Stadt. Vor 20 Jahren trafen sich hier die mächtigsten Helden der Welt. Doch jetzt sind sie vergessen und niemand kümmert es mehr. So, now there's three of us. You feel like letting us in on your plan? The plan hasn't changed. It's what we should have done a long time ago. Make this a free city. And if I have to tear it bloodily out of the hands of the company, well, that's just a bonus. If we get rid of them, who's going to run things? The Capes died decades ago. We'll cross that bridge when we come to it. Oh, cool. So we have no plan for that then. Terrific. Anarchy all around. Good job. I wasn't looking for feedback. We get it. You're grizzled. Anyway, we've got more important things to worry about now. The company's seen you. Seen what you can do. They're gonna come for you. For us. So get some sleep. You're going to need it. Sehr schön. Und tatsächlich würde ich es witzig finden, wenn jemand nach mir einen Superhelden machen würde. Captain Melone. Ich hatte auch noch eine andere Idee, was ich darstellen könnte, aber das hätte eher für einen super Schurken gepasst. Da hätte ich nämlich mein altes, meine alte Laborklamotte angezogen und dann hätte ich mich Dr. Entropie genannt. Ich besiege die Superschurken, indem ich Chaos in ihren Plänen verursache. Aber dann habe ich mich für das entschieden. So, Mission erfolgreich. Optionale Ziele alle geschafft, so wie es aussieht. Wir haben 2 XP bekommen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hallöchen Teutonic. Skillpunkte. Das sind Skillpunkte. SP. Skillpunkte erhältst du durch das Abschließen von optionalen Missionszielen und durch das erfolgreiche Absolvieren von Herausforderungen deiner Helden. Benutze Skillpunkte, um Upgrades im Menü, um neue Fähigkeiten und Upgrades freizuschalten. Okay. Did I just level up? I think I just leveled up. Sehr schön. Faded hat aufgelevelt. Er ist jetzt also Level 2. Heldenlevel. Wenn Helden im Kampf teilnehmen, erhalten sie Erfahrung. Wenn deine Helden genug XP sammeln, steigt ihr Heldenlevel. Jeder Heldenlevel schafft neue Fähigkeiten oder Upgrades im Heldenmenü frei. I knew you were gonna ask me to join. Der neue Held, den wir freigeschaltet haben. Also gut, dann... Aha, so sieht das also bei ihm jetzt aus. Also wir haben jetzt hier Heldenlevel 1, da haben wir hier all diese Fähigkeiten. Bei Heldenlevel 2 schalten sich jetzt hier eine verbesserte Kristallisation frei, eine verbesserte Wucherung oder eine komplett neue Fähigkeit, die nennt sich Splitterschild oder Opportunist. Kristallisation, was macht das hier denn? Erhöht die Schadensresistenz um 15%. Bei der Wucherung haben wir ja, wie ihr sehen könnt, Reichweite 7. Kann 3 Runden lang quasi eine Mauer machen oder einen Zug jemanden festsetzen. Gegner, die wuchernde Kristalle... Was? Gegner, die in wuchernde Kristalle gestoßen werden, erleiden ein bisschen Schaden. Das heißt also, ich kann gegen die Gegner dann hinter ihnen Kristallwucherung machen, dann bekommen sie Schaden, wenn ich schubse.
Dann hier haben wir noch den Splitterschild. Verhindert, dass ein Verbündeter Schaden vom nächsten Angriff nimmt. Oh, das ist cool. Reichweite 7, Dauer 1 Zug. Oder Opportunist. Gegner, die Aktionen vor oder neben Facet ausführen, werden automatisch angegriffen. Attacken gegen Facet lösen keine automatischen Angriffe. Das ist auch sehr cool. Ich glaube, das schalten wir tatsächlich frei. They better watch who they're messing with. Und ich finde auch ehrlich gesagt, das hier... Oh, das kostet aber 3. Oh, das ist hart. Aber ich glaube, das ist, lohnt sich trotzdem. I knew these crystals would be good for something. Also, wir haben den Rückstoßschaden jetzt gelernt. Es gibt auch Outfits? Ah. Man kann ihn anders aussehen lassen. Nice. Huch. Was ist jetzt los? Ach so, dafür brauche ich jetzt, so wie es aussieht, eine andere Edition, als ich habe. Alles klar. Die Supporter-Edition. Verstanden. Mit der Supporter-Edition des Spiels gibt es dann also auch noch eine andere Art von Aussehen. Das wusste ich noch nicht. Genau, Dr. Entropie. Ich besiege meine Feinde mit Chaos in ihren Plänen. Dann haben wir noch Teamwork. Okay, Teleport. Das sehen wir also hier schon mal, was wir machen können. Herausforderungen. Teletaxi. Was ist das? Teleportiere 10-mal mit Facets Teleport. Aha, die volle Aufmerksamkeit. Provoziere 3-mal Gegner gleichzeitig mit Facets Provokation. Okay, hier sind wirklich eine Menge Combo-Sachen dabei. Ich sehe schon, wohin das führt. Und dadurch schalten wir halt dann diese Skill-Punkte frei. Gut, aber wie gesagt, wir... Guck mal, was sie später noch kann. Okay, sie kann die Schattenbremse verbessern. Das gibt ihr dann noch mehr erhöhter Hinterhaltsschaden. Erhöht noch mehr Schaden. Ja, bei ihr ist es klar, hier geht's, bei ihr geht es komplett um Schaden. Und später bekommt sie dann hier eine neue Fähigkeit, die wir jetzt noch nicht sehen können. Und bei ihm? Er bekommt auch erstmal nur neue Fähigkeiten. Alles klar. Er kann auch noch ein anderes Outfit mit der Supporter-Edition bekommen. Und sie? Ja, auch. Okidoki, dann zurück zur Übersicht. Zurück. Dann kann ich jetzt, glaube ich, hier noch auf die Bios gehen. Ah, das ist also so eine Art Enzyklopädie. Da könnt ihr also was über Crash-Damage lernen. Wenn du Superkräfte in King City hast, arbeitest du entweder für den Konzern oder man kümmert sich um dich. Mit Pech bedeutet das, Crash-Damage hat diese Aufgabe. Er repräsentiert das Superheldengesetz in King City und wenn er auftaucht, geht man lieber schnell und still aus dem Weg. Kollateralschaden ist ihm egal. Das gilt für Menschen genauso wie für Eigentum. Crash Damage, einzige Direktive ist, abtrünnige Superhelden zu schnappen, was es auch kostet. Und der Konzern selber? Wenn es ernst wird, verfügt der Konzern über seine eigene Truppe von bewaffneten Vollstreckern. Konzernagenten stehen über dem Gesetz und benutzen bereitwillig Gesetzeshüter von niedrigem Rang, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Es gibt nicht viele Leute in King City, die sich einem Konzernagenten in den Weg stellen würden und noch weniger, die ein zweites Mal die Gelegenheit bekommen. Also das sind wohl die skrupellosen Schurken. Doctrine, das ist wohl unser Chef. Vor 20 Jahren war Doctrine einer der berühmtesten Superhelden von King City. Wurde vorhin schon von DEFCON vermutet. Hast recht. Er gehört zu den Capes und war wie sie alle so wie ein Star. Als der Konzern einmarschierte, war das alles vorbei. An diesem Tag, dem Showdown, sind eine Menge Helden gestorben und man dachte, Doctrine wäre unter ihnen gewesen. Aber Doctrine aufzuhalten, geschweige denn zu töten, ist extrem schwierig. Hat er das Zeug dazu, den Konzern alleine zu Fall zu bringen? Niemals, aber mit einem guten Team? Vielleicht. Dann haben wir noch Facet. Ja, die Geschichte von Facet. Mindfire und Rebound. Ich lese jetzt nicht komplett vor, ne? Aber ihr seht, da gibt es noch weitere Sachen, die man wohl freischalten kann. Und jede Menge weitere, das wird wahrscheinlich nicht alles Helden sein. Möglicherweise sind das halt auch noch neue Arten von Gegnern, neue Arten von Schurken. Okidoki. Also, Missionen. Wir haben also eine Missionsauswahl. Wir können jetzt hier also erstmal eine leichte Mission machen. Oder es gibt Simulator-Mission. Patrouille-Simulator? Was ist denn das? Jemand hat Superkräfte eingesetzt. Rebound und Facet werden losgeschickt, damit sie den Konzern zu... Achso, nee, das ist... Ah, das ist das, was wir gerade eben gemacht haben. Ein kleiner Rückschlag. Crash Damage trägt die Konsequenzen für sein Versagen.
Das ist das, was wir schon gesehen haben. Das sind die, die wir schon gemacht haben. Okay. Dann... Lose Bekanntschaft. Rebound erhält eine Nachricht. Es geht um ein Treffen in der Stadt. Okay, wir starten das. Ugh. Star? It's been 6 months. Now you're calling? Oh, don't be mad, Bug. It wasn't working out with us. Oh, you think? Was it because you're the kind of person who just ghosts for 6 months? If it was up to me, I'd have stayed a ghost. But this is business, not personal. That's not better. Ugh, what happened? It's Shelly. She screwed me. No kidding. Of course she screwed you, Star. She stole a bunch of my cash and my computer. My work computer, if you get my drift. Ugh. Did she act alone, or have you pissed off someone you shouldn't have? I'm not sure, but either way, I can't get it back myself. I need your help. Now, the tracker on my gear says it's downtown. Go remind her not to screw with us. Us? What us? Come on, Bug. For old time's sake. Oh, you... Okay, fine. But no, for new time's sake. I do this for you, you do your computer thing, and get me dirt on crash damage. Hey, I don't mess around with company business, Bug. Come on, Star. For old time's sake. God damn it. I really need that computer back. Deal. Okidoki. Ich kann auch gleich nochmal die Sprachausgabe nochmal ein bisschen lauter machen, wenn ihr wollt. Das liegt daran, dass ihr eine klare Stereo-Soundsteuerung haben. My computer is right in there. They haven't figured out how to turn off the tracking systems yet. They actually seem kind of dumb. They're not even through the first layer of security. Star, this place is stuffed to the gills with company goons. You said this would be an easy gig. You also said you didn't mess with the company. I said I didn't mess around with company business. When Shelly and I messed around, that was company pleasure. You're the worst. And Shelly was company? You dumped me to mix it up with some military industrial bureaucrat? No, I dumped you because you get all mopey. And because Shelly was hot. Oh my god, you are literally the worst person I know. Need I remind you that you have anti-company tattoos on your person? The heart wants what the heart wants, Bug. The heart had nothing to do with this. God damn it, Star. You better get me some juicy company info once we're done here. The juiciest. I can absolutely find out what crash damage is up to for you. I am very good at what I do. Now go on. Bloop away, or whatever it is you do. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie wir das alleine machen. Okay, oh. Wir haben jetzt auch Wahrnehmungsbereiche. Cool. Einige Gegner können ahnungslos sein und nichts von deinem Team bei Start einer Mission wissen. Ahnungslose Gegner werden deine Helden weder angreifen noch verfolgen. Alright, I can do this. Ahnungslose Gegner sind verwundbar und erleiden Bonusschaden. Okay, das durfte einfach werden. Never saw it coming. One more down. And that's two. Okay, das ist hochgradig interessant. Das heißt also, wir können in der Zukunft auch versuchen, solche Killstreaks hinzubekommen. Hey! This could be a problem. Okay, jetzt wurden wir entdeckt. Gegner werden alarmiert, wenn sie angegriffen werden, wenn sie einen Helden sehen oder wenn ein Verbündeter in ihrem Wahrnehmungsbereich angegriffen wird. Das macht Sinn. Alarmierte Gegner werden zu Beginn ihres Zuges einen Alarm auslösen und ihre Verbündeten werden wissen, wo die Helden sind. Think quick, Rebound. Besiege alarmierte Gegner, bevor sie den Alarm schlagen. Ja, dann machen wir das doch mal. Also schnell da hinten hin. Und jetzt ist er erledigt. Also nur weil er mich sofort gesehen hat, ist es noch nicht zu spät. Whoa, there's a lot of firepower in here. What have you gotten me into, Star? I need to find some higher ground to assess the situation. Hm, das Team kann verborgen bleiben, indem es sich hinter Hindernissen verbirgt oder sich auf eine erhöhte Position begibt. Ey, geil, ich kann da hoch. Ah, jetzt bin ich hier drin. Geduld ist eine Tugend, besonders wenn man verborgen bleiben will. Wenn du einen ahnungslosen Gegner hervorhebst, kannst du seinen Wahrnehmungsbereich sehen und
sollte er patrouillieren, den Patrouillenweg und die Blickrichtung. Ah, hier sehe ich also, dass er dann in diese Richtung gehen wird, der eine. Warte mal, kann ich irgendwie die Kamera drehen? Ach, hier drinnen gerade eben nicht. Okay. Außerdem kannst du von einer sicheren Position aus beobachten, welchen Raster Gegner patrouillieren. Beende den Rebound-Zug, indem du den nächsten Zug auswählst. Ja, machen wir mal. Okay. Also ich habe schon diesen blauen, dünnen Strich gesehen gehabt. Now to steal it from right under their noses. Denke daran, dass du einen Gegner hervorhebst und kannst du seinen Wahrnehmungsbereich sehen. Wenn der Gegner patrouilliert, wird seine Blickrichtung und sein Pfad angezeigt. Ich ahne es. Also der bewegt sich nicht, der bewegt sich in diese Richtung. Der geht da lang. Der guckt gerade eben dahin. Das ist halt die große Preisfrage. Okay. Also momentan könnte ich mich hier hin teleportieren. Dann dürfte der mich noch nicht sehen. Oder ich mache einfach den jetzt hier schnell tot. You keep him busy, I'll take him out. Das würde ihn nicht töten. Wir gehen wieder da hoch. Und beenden mal den Zug. Ich habe jetzt auch meine Ulti ready. Im Notfall kann ich also eine Ulti benutzen. Ich mit der Pappschachtel anschleichen. Klingt nach einer kreativen Lösungsidee. Also der geht da lang weiter, der guckt die ganze Zeit dahin, der macht gar nichts, der geht dahin. Ich glaube, als nächstes sollte ich den dann mal versuchen auszuschalten. Oder aber, werde nicht gesehen, löse keinen Alarm aus, nimm keinen Schaden. Ja gut, wenn eines davon passiert, passiert alles andere, ne? der wird es hier gleich vorbeikommen und mir Ärger machen. Ich denke, dass ich da jetzt hingehen kann und dann den da jetzt hier ausschalten kann. So, das müsste eigentlich passen. Der da oben ist immer noch das Problem. Da weiß ich noch nicht so recht, wie ich mit dem umzugehen habe, außer vielleicht mit der Ulti ihn wegzumachen. Mal überlegen. Also der eine, der kommt jetzt hier auch gleich an. Ich kann mich theoretisch jetzt hier hinstellen, um den anderen jetzt hier gleich zu begrüßen, würde ich mal sagen. Komm, ich probier's mal. Ich gehe jetzt mal hier hin. Ja, ja, den oben mit der Ulti, schon klar. Aber das große Problem ist, ich habe Angst, dass dann halt, dass es nicht ganz reicht. Und dann habe ich ein Problem. Aber man könnte es probieren. Wir machen es. Hey! Huh? Shit. Better deal with them quickly before they alert the others. Okay. Das hat besser geklappt als. I told you not to mess with me. Das hat besser geklappt als gedacht. Oder der läuft da lang, das ist das. Habe ich aber so nicht kommen sehen. Der geht da weiter, der geht jetzt darüber und wird dann in diese Richtung gucken. Das heißt aber, ich könnte ihn jetzt dran kriegen im Notfall. Oder wir holen uns jetzt das scheiß Teil einfach ganz schnell. Okay, ich muss also wieder rausschleichen. Schick. Gut, macht ja Sinn. Das ist nicht so die gute Idee. Aber ich könnte da hochspringen. Oh Gott sei Dank sieht er mich nicht. Boah, das war so close.
Das hätte auch anders ausgehen können. Also den kriege ich da heute nicht tot. Das heißt, ich muss erstmal dahin. Müsste so jetzt eigentlich klappen. Einmal und... Oh, scheiße. Nee, das war gar nicht gut. Das war nicht gut. Ja gut, also ich wurde jetzt leider gesehen. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass er sich umdreht. Verdammt. Super! Get them! This could have gone better. Guess I'll finish this the old-fashioned way. Au. Ja, alle optionalen sind. Och, Manno. Och, Mann. Okay, warte mal. Wir hauen es einfach ab. Ist es auch egal. That was too close. All right, Star. I've got your gear. Now you need to start working on my problems. Well, this is giving me flashbacks. You spent 5 minutes working on my issues, and then we have to spend hours agonizing over yours. Oh my god, why were we ever together, Star? You loved me for my brain and my body. You are still the worst, and I'm getting out of here. Okay, Doctrine wandert auf und ab und durch die staubigen Hallen. Where the hell have you been? Do you know what kind of risks you run going out alone? You could jeopardize everything. Hey, I had a reason. Star got me the goods on crash damage. Wait, what did she find out? The supers that disappear, the ones taken by the company or taken out by crash damage, they're going to something called Project Alpha. If we can get evidence to the feds, maybe we can knock down this house of cards. Bastard. Why? What is that? What are they doing to them? Nothing good. We're gonna need more intel. Here's the real juice, though. Apparently, they've been too public with all their disappearings. Word is that the feds are now looking to get involved. Must be an election year. There's been a tentative peace between the company and the government for years. It'd take a lot of work to break that up. Maybe if we bring them some hard evidence of the company's misdeeds, they'll finally intervene. You're naive. I'm an optimist. We'll see how long that lasts. Doctrine geht. Und Phased stampft wütend davon. Good work, Rebound. Very useful data. You get to drive the Kate-Mobile next time. Ugh. Ich will jetzt gerade mal gleich mal was gucken, Leute, weil ich möchte gucken, ob wir die Mission auch jetzt nochmal im Nachhinein neu machen können, um nicht, dass unsere Punkte hier nicht flöten gehen. Ne? Ihr seht, wir haben gerade eben halt einfach keine Skillpunkte bekommen dadurch. Das ist natürlich nicht ideal. Aber warten wir mal erstmal, wie die Story jetzt hier weitergeht. Jenseits der Grenze von King City, außerhalb des Einflussbereiches des Konzerns. Well, this is a rare treat. Don't get cute with me. You know, we were friends once, Paul. We were never friends. You just don't believe it's possible that people can't like you. Why are you like this? Can't you see we're on the same side? I can see which side you're on. What, you think the government wanted a truce with the company? We were trying to save lives. Shut up! Listen. My kids seem to think you're worth something, so you better become worth something. Quick smart. Where is this going? If they can bring you hard evidence of the company fucking up, you need to provide support. Support? Right. What do you think I can do? The company has ties with Silicon Valley, with the military-industrial complex. They have powerful friends. You've got nuclear muscles, and you're asking me what I think you can do. You're my
powerful friend. Use some of that power for good. That's what I do every day. No. Angelehnt soll es wohl so ein bisschen sein, so im Stil wie Freedom Force oder Teen Titans. Fine. I'll need proof. I hear you've got supers disappearing off the streets. Where are they going? What's happening to them? Alpha's doing something to them. Shit, I don't know. It can't be good. Well, until you've got something more than bad vibes, my hands are tied. I said we'll get you evidence. All right. But I'm warning you. You get another bunch of kids killed on your personal crusade. It's personal for them too, you ass. They're fighting for their lives. Maybe you've forgotten what that's like, but I haven't. Evidence. You find any, you send word. Der kann fliegen. Okay. Gut, der andere konnte es auch. You're late. Yeah, I got caught up in something. Sorry, I saw. Everybody in the city saw. What are you talking about? Ich glaube, wir haben hier zwei neue Helden. I can explain. Don't lie to me, Sin. I saw you on the goddamn news. Were you ever gonna tell me? Was I supposed to just figure it out one night when you didn't come home from one of your little runs? You know what they do to supers in this city, don't you? They're calling you a terrorist, Sin. How could you do this to me? To us? To everything we've been trying to build towards? Kalos, This isn't like getting in the ring, Sin. They're gonna kill you. I can't be part of that. You ever get your priorities in order, you come find me. Kalos, wait! Oh je, Alba im Paradies. So, wir sind jetzt also wieder jetzt in unserer Bude. Wir haben jetzt also hier neue Charaktere hier kennengelernt. Das ist Kruxus. Außer von King City aber haben Superhelden immer noch eine starke Präsenz und kein einziger Held ist stärker als Kruxus. Dieser Tage steckt er tief in Staatspolitik und die Regierung sieht ihn als einer der mächtigsten Waffen. Sowohl wörtlich, was seine Fähigkeiten angeht, aber auch als PR-Werkzeug. Kruxus versucht immer das Richtige zu tun, aber nur solange das Richtige keine politischen Probleme macht. Und Star, die haben wir auch gerade eben kennengelernt, ist wohl irgendwie die Ex von Rebound. Ja, Level-Ups sind nicht drin. Missionen. Kann ich diese Mission jetzt hier nochmal machen? Genau. Lose Bekanntschaft. Komm, wir simulieren jetzt hier mal. Überspringe. Ich guck mal, ob ich die Punkte dadurch noch gewinnen kann. Ne? Das wäre jetzt natürlich schon cool, es nicht zu verkacken. Hier gibt es nochmal dieselbe. Dasselbe Tutorial. Never saw it coming. And that's two. Wahrscheinlich sollte ich es eher so machen, dass ich die Gegner bei Gelegenheit sowieso ausschalte. Und, Intruders? This could be a problem. Nicht irgendwelche Schleichaktionen, die unnötig sind, machen. That won't stop us. That was too close. Ah, deswegen bin ich drauf reingefallen vorhin, weil der hat sich gerade eben nicht umgedreht nach der Attacke, aber der hat mich schon gesehen gehabt. What have you gotten me into, Star? I need to find some higher ground to assess the situation. Also, wie gesagt, soll ich da hochgehen? Ja, jetzt wollen wir die Runde beenden. Und jetzt schleichen die hier rum. There's Star's laptop. Now to steal it from right under their noses. Also gut, dann versuchen wir jetzt hier mal ein paar Probleme zu lösen. Theoretisch habe ich jetzt schon die Ulti ready. Den hier kriege ich halt so nicht getötet. Wir gehen
da wieder hoch. Und warten. So, das Dumme jetzt bloß, jetzt kann ich wieder den hier nur killen. Das hat ja vorhin eigentlich schon ganz gut funktioniert gehabt. So, das hat geklappt. Runde beenden. Und theoretisch, wie gesagt, kann ich jetzt da hochgehen und die alle killen. Ah. Ja, das machen wir jetzt auch schnell. Naja, bin Dena, das ist ja normal bei solchen Spielen, ne? Hi Josh, ich bin. Hier ist kein Merb, hier ist Captain Melone. Der neue Superheld in der Stadt. Okay. Wie gesagt, wir können uns jetzt das schnell hier holen und dann uns da hoch teleportieren, wie beim letzten Mal. Und im Zweifelsfall jetzt... Ach Gott, ich bin so doof, ich hab's gar nicht mitgenommen. Ich hab's nicht mitgenommen. Tja, dann muss ich jetzt wohl anders vorgehen. Der geht jetzt bis da. Der geht dann wieder da zurück. Das Dumme ist, der wird das dann jetzt hier wieder sehen. Aber gut, ich kann ja warten. Was werde ich? Ach, das galt auch schon? Och, wie mies. Oh, shit, das galt auch schon, dass ich gesehen wurde? Och, nö. Och, Manno. Hi, Afizok, grüß dich. Was haben Sie mit Merb gemacht? Sie haben Merb in einen, 6 Milliarden Euro Superhelden mit Melone verwandelt. Der geht dann hier noch weiter. Ja, ich wurde halt schon gesehen, das ist das Problem. Aber mal den könnte ich vielleicht schaffen. Ich brauche halt genügend Aktionspunkte, ne? Okay, wir warten mal, was die jetzt hier alle machen. Okay, der steht jetzt darum. Shooters? Ich habe jetzt schon Schaden genommen. Okay, ich wusste nicht, dass der Käse hier explodiert. Oh no. Das ist schwerer als gedacht. Okay, ich kann auch brennen, wie ich gerade eben gesehen habe. Oh Gott. Guess I'll finish this the old-fashioned way. Ja, das kann man das irgendwie laden? Neu starten. Ja. Mist. Das eskalierte aber schnell, ey. Alright, I can do this. Nochmal. Komm, ich bin jetzt ehrgeizig. Das muss machbar sein. And that's two. Alles klar, Kai, sehe ich ja dann. Hey! This could be a problem. Think quick, rebound. So, einmal erledigt. Zweimal erledigt. So, jetzt teleportieren wir uns da schnell hoch. Ah,
Okay. Das will ich jetzt wissen, Leute. Ob das geht und ob das was bringt. Ja, das kennen wir schon. Also, jetzt machen wir den da schnell weg. Das Dumme ist, ich muss es halt wirklich, glaube ich, schaffen, ohne dass ich diese anderen Typen killen muss. Das ist das, was ich gerade eben wirklich glaube. Was macht der hier? Der geht auf jeden Fall dahin. Also ich glaube, dass ich auch ein paar Punkte sparen kann, wenn ich jetzt dahin gehe. Okay. Erledigt. Also ich müsste diesen Typen halt angreifen, bevor er mich sieht. Das ist das Ding. Er darf mich nicht sehen. Okay, wie groß ist die Reichweite von der Fähigkeit? Das würde die mittreffen. Zumindest sieht es so aus. Oder? Ihr seht es doch richtig, oder? Komm, ich probier's. Das hat funktioniert. Okay, wir warten jetzt einfach mal hier kurz. Was? Ich wurde doch gesehen? Okay. Mino likey. Got it. Now to get out of here. Ja, also man wird also auch dadurch gesehen. Alles klar. Das ist sehr, sehr schade. Gut, also man kommt da sicherlich auch durch, ohne dass die Typen einen sehen, aber es wird halt nicht unbedingt leichter. Da runter. Da wieder hoch. Da oben sehen sie mich ja nicht. Zum Glück zu hoch. Und jetzt bin ich raus aus der Nummer. Like stealing candy from a baby. Okay, also haben wir schon mal gesehen, wie das so geht. Alright, Star, I've got your gear. Das kennen wir auch schon. Ja, das kennen wir schon. Ah, wir bekommen dadurch wirklich diese Punkte. Aber ich muss alles auf einmal schaffen, dann gibt es nochmal einen Punkt. Aber sie bekommt auch XP dafür. Okay, das ist nice. Das heißt also, ich kann sie jetzt verbessern und dadurch die Missionen später schaffen. Jetzt haben wir halt nur 2 SP und das kostet 5. Das ist hart. Erhöht den Schaden. Kostet aber alles 5 SP, die haben wir nicht. Immer wenn du mehr als einen Angriff brauchst, wirst du gesehen. Das zählt auch für die Ulti, weil der eine zweimal angegriffen wurde. Ja, das musste ich gerade eben auf die harte Tour lernen. Das musste ich gerade auf die harte Tour lernen, Defcon. Miraculous meint, ich glaube, das Level geht davon aus, dass du den mit nur 3 Lebenspunkten killst. Komm, wir probieren es einfach nochmal. Das muss ja irgendwie gehen. Also ich will das jetzt wissen, wie man das macht. Ich bin jetzt dickköpfig. Ich verbeiße mich jetzt hier.
an dieser Mission hier. So, der ist down, der ist down. Jetzt bewegen die sich wieder. Intruders? This could be a problem. Ich bin nur eine Passantin. Eine unschuldige Passantin. You can't do that. Doch, das kann ich doch, das siehst du doch. Nee, er hat's nicht gesehen. Das kennen wir schon, das kennen wir schon, das kennen wir schon. Jetzt gehen wir da hoch. Okay. Und damit sind wir jetzt wieder in der Nummer drin. There's Star's laptop. Now to steal it from right under their noses. Ich frage mich halt, ob ich vielleicht diese Explosionsdinger hier theoretisch irgendwie benutzen könnte. Aber ich glaube, sie hat keine Fernkampfattacke. Das ist das Problem. Also ich kann diese Dinger nicht aus der Ferne zünden, sondern mich im Grunde eigentlich nur selbst in die Luft jagen. Also im Kern muss ich eigentlich an dem hier vorbeijumpen. Das ist das Ding. Und so wenig wie möglich angreifen. Der geht noch da weiter. Der geht da wieder zurück. Wird dann da hingucken. Das ist aber gar nicht so einfach. Also hier bin ich momentan erstmal noch safe. Aber wenn der zurückkommt, bin ich mir nicht so sicher, ob ich da so safe bin. Deswegen gehe ich mal lieber da hoch. Der hätte mich gesehen, ja. Der hätte mich gesehen. Aha. Ja, aber der würde das halt überleben, ne? Okay, ich warte einfach. Jetzt würde ich den hier wegbekommen. Und kann wieder da hochgehen. Tja, jetzt stehen sie wieder äußerst ungünstig. Ja, der steht halt immer so, dass ich ihn nicht von hinten angreifen kann. Got it. Now to get out of here. Ja. Und jetzt kann ich einfach abhauen. Ich gehe aber vorsichtshalber erstmal wieder da hoch, da bin ich nämlich safe. Ja, ja, easy, easy an der Stelle jetzt hier. Was hast du jetzt vor? Du gehst da drüben jetzt durch, aber das macht ja nichts, wenn ich da oben bin. Weil der sieht mich da oben ja jetzt nicht. Nee, aber die Gegner können sich die Waffen nehmen von ihren anderen Kollegen. Also wir können die Waffen nicht nehmen. Ich glaube, ich bin ja aber safe. Ne, der sieht mich hier, glaube ich, nicht. Ist nicht rot. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Das war jetzt der volle Win.
Yes, na also. We did it. Jetzt haben wir immerhin 4 SP. Splitterschild für ihn nochmal freischalten, why not? Okay, Missionen. Und dann haben wir jetzt hier noch eine Mission, die nur ihn was angeht. Ein Schritt zu weit. Facet kriegt einen Anruf von einem alten Freund. Beano, wow. It's Alan, remember? We've discussed this. I don't go by Beano anymore. How did you get my number? Well, my firm handles clients from both sides of the tracks. If there are things worth knowing, I can usually find them out. Did my mom tell you? She did tell me. But I'd have found your number eventually. You always were a better trial lawyer than an investigator. That was obvious since our first days at law school. Sue me. Oh wait, you can't. You dropped out to become a vigilante. I just want to help people, man. This seemed like the most direct way to do it. And are you helping people now? I hope so. Sometimes I'm not so sure. Well, that actually leads very nicely into why I'm calling. I've got a client who's in trouble, and I think you can help. They're an engineer for the rail company. The rail company that they discovered is being used to smuggle illegal drugs and weapons into the city. If I can get them to trial, they'd be able to provide a pretty damning testimony, linking the company to your sparring partner Crash Damage and whoever's pulling his strings. You can see why I don't want them walking the streets unprotected. At least until I can get them to the witness stand. Say no more, Beano. I'm on the job. Hey, Facet? Er ist weg. That's interesting. Er hat's geschafft, zu verschwinden, ohne dass sie es merkt. Also gut, Charakterauswahl. Okay. Ah! Ah, da kann ich jetzt Charaktere mitnehmen. Weiter empfehlen? Was heißt denn das? Okay, machen wir einfach mal weiter. Sorry, pal. Boss says I gotta make sure you don't talk. Please. I won't say anything. You certainly won't. I'm real good at my job. Oh, hell. That's a lot of goons. God damn it, Beano. This is somehow your fault. Hey, Aleshkin. Für den Stream heute. Good thing you're part of a superhero team, huh? Hey, did you follow me? Little bit. For doctrine? Nah, for the view. Doc says nobody goes out alone. Not after Rebound's little solo adventure. I was doing just fine, thank you. No need to spoil the moment. Well, if we don't want to spoil the moment, we should probably make a move. Because it looks like that guy's about to receive a serious pounding. Yikes. Okay. I'll draw their attention away from the witness. You take them down. You got it, Crystal Boy. Lead the way. Okay, das wird wohl nicht so heimlich werden, habe ich das Gefühl. Also das Erste, was wir machen, ist jetzt hier unsere Kristallisation aktivieren. Und dann... Ja. Gehen wir da rein. Ich kann ein Splitterschild auf ihn machen, dass er jetzt nicht so leicht angegriffen wird. I'm right here. Du gehst hierhin. Ja, das ist schon mal nicht schlecht vom Schaden her, aber warte mal, wir machen es erstmal folgendermaßen. Erstmal bekommst du das hier ab und dann hauen wir. Oh, das tötet ihn ja gar nicht. Das tötet ihn ja gar nicht. Na egal. Can you lend a hand? Okay, dann gehst du nochmal hier um die Ecke rum. So, meine Liebe. Es wird Zeit, dass du diesen einen Typen dort hinten unfreundlich von hinten niederstichst. Okay, nicht so ideal. Oder wir machen es einfach hier so, aber das ist halt einfach kein Angriff in den Rücken. Das ist halt doof. Egal, ich mach's trotzdem so. Dann ist der ja so gut wie erledigt.
Nice. Oh, dann springst du jetzt hier rüber. Oh, der hat die Keule aufgenommen. Oh, Gott sei Dank haben wir den jetzt hier gerade immun gemacht. Oh, das ist nicht gut. Autsch. Beschütze den Zeugen, beende die Mission vor der vierten Runde, benutze Face jetzt ultimative Kraft. Benutze Face jetzt Splitterschild. Ja, wird schwierig, seine Ulti zu benutzen. Ein Splitterschild jetzt hier benutzen. Ich mache ihn wieder auf ihn drauf. What would your mom say if she could see you now? Okay, ich habe den jetzt hier auf jeden Fall schon mal jetzt hier getankied. Stop that guy. Die Fässer? Stimmt! Die könnte man explodieren lassen. Könnte man. Oder aber wir hauen jetzt einfach so die Typen jetzt hier zu Brei. Fass it! I need more stuff to throw at these guys! Das war der erste Streich. Das hier war der zweite Streich. I don't feel so good. Das wird den hier killen. Den anderen hat leider nicht. Just a little more. I can feel the power building. Oh, dann geht's mal besser da hoch. So, der ist immer noch immun. Sehr gut. My crystals are resonating. Ausgezeichnet. Also ich kann auf jeden Fall seine Ulti gleich benutzen. Oder kommen, glaube ich, noch mehr. Nachziehen, Sven. To rescue the snitch. We can't let them talk. More of them. Better keep those crystals coming, Facet. Ja, dieses Gefühl habe ich auch. Also gut, dann machen wir mal die Ulti. Das wurde ja gefordert. Aber ich glaube, jetzt sind die Fässer eine echte Option geworden. Provokation kann ich auf jeden Fall jetzt auch nochmal hier drauf machen. Das sind die beiden, das sind nämlich provoziert. Dann geht er jetzt hin und tötet diesen einen Schurken da. They're tearing us up. Also es hat auf jeden Fall ein paar von ihnen hart getroffen. Aber dummerweise ist er jetzt hier wieder am Freien rumlaufen. Das ist nicht so ideal. Deswegen werden wir uns jetzt mal da hinten hin verziehen. Ich könnte jetzt also den hier noch mal schnell killen, dann ist er erledigt. Ah, my power is growing. Ich kann dem hier immer in eine reinhauen, aber das große Problem ist, ich müsste es eher von hinten machen. Hä? Okay, geht nur das da. Ja, es macht halt leider den Kristall auch kaputt. Das ist nicht ideal. Da kommen ja noch mehr, oder? Oh oh. Oh oh. Capes! Get them! This has to be the last of them. Okay, sie haben Gott sei Dank nichts getan. Also ich muss ihn auf jeden Fall weiterhin beschützen, ne? Den Splitterschild, sonst stirbt er. Ich geh da hin. Wird wichtig, dass der hier auf jeden Fall niemand angreift, den nichts anzugreifen hat.
Sollte ich den jetzt mal mehr Schaden verursachen? Warum macht das keinen Schaden? Ach, weil der im Weg ist. Der ist im Weg, deswegen. Okay, der ist down. Dann gehst du noch da ein. Ja, das ist wie gesagt nicht so ideal. Das kostet mich 3. Und da ist ein Fass im Weg. Na gut, dann machen wir erstmal den da weg. One more down. Ich werde ihn nicht schaffen. Und dann gehst du da hoch. Ist gesünder. Stop them. They're charging up. Hallöchen Tröd von Schildkröt. Ja, also wie gesagt, 4 Runden wird sportlich. Alleine durch die Tatsache, dass da immer mehr Typen kommen, ne? Habe ich jetzt keine Ahnung momentan, wie ich das hätte tun sollen. Autsch. Hits are just bouncing off him. What do we do? Jetzt gehen wir erstmal da drüben hin und sorgen dafür, dass der arme Kerl jetzt hier nicht stirbt. He's unstoppable. Ich kann auf jeden Fall mal. Den da oben mal noch stoppen. Dann wirst du jetzt mal den hier schwächen. I don't feel so good. Das tötet den hier. Das war wichtig, das war gut. Es ist seine Ulti ready. Aber die kann ich gerade eben noch nicht sinnvoll benutzen. Muss also noch eine Runde warten. Ja, und ich kann auch hier gerade eben niemanden angreifen. Also warten wir mal, bis der Feind näher kommt. Okay, sehr gut. Sie greifen wenigstens Facet an. Ja, aber Facet hat so langsam aber sicher auch ein paar Lebenspunktprobleme. Also ich kann auf jeden Fall den jetzt hier einfach easy killen. Obwohl es für den da oben wahrscheinlich besser gewesen wäre. Ich gebe es zu, das war vielleicht nicht voll durchdacht von mir. So. Ja, wäre ganz gut, glaube ich, so. Hauptsache Schaden an den ran. Kann ich jemanden noch entwaffnen? Nee, kann ich nicht. Ich mache nochmal dann den da, damit er mehr Schaden bekommt. Okay. Dann machen wir so ein Schild auf den armen Kerl hier drauf, dass er nicht stirbt. Der hält ja gar nichts aus. Also ich will weiterhin, dass er da oben sich nicht bewegen kann. Der nervt da oben. Mit seinen komischen Lebenspunkten. Ich gehe jetzt erstmal dahin. Dann kann ich den von hinten killen. Und dann springe ich wieder weg. Okay, ideal war das jetzt nicht. Aber warte mal, das trifft die da oben ja alle hardcore jetzt. Jawohl. Und geschafft. Good riddance. Also nur die 4 Runden haben wir nicht geschafft. Wir haben, glaube ich, 6 gebraucht. You saved me. I can't believe it. You know, the news makes you people out to be just as bad as them. But I'm not gonna believe their lies anymore. I'm gonna tell everyone how you saved me. Okay, but be careful with that.
Ben, ich glaube, das wäre hier tendenziell eher ein Strategiespiel. I didn't think things were going to be quite so explosive. But you got the job done. Yeah, well, I didn't think there were going to be quite so many guys with metal pipes. Hey, you handled yourself fine. Now, you going to introduce me to your friends? Oh yeah. This is Mindfire and Reva. Heya. Gang, this is Beano. Alan is fine. Heya. Alan is preferred. Beano is a law school thing. Was. And how did you get a name like Beano? Long story. Not that long. Embarrassing story. Ach so. Now I have to know. Ja, wollte ich gerade sagen. Oh, is that the time? I really, really have to get going. Thanks again for your help. I scanned his mind. I know why he's called Beano. Wait, what? I must know. Not really my story to tell. Sorry. Aber er liest halt einfach mal frech Gedanken. Schon klar. Und dann erzählt er es nicht mal. Tja, schade, schade, schade. Ah, da sind uns halt echt 3 SP jetzt gerade durch die Lappen gegangen. Ne? Also man merkt schon, es macht schon Sinn, das sich zu erarbeiten, an diesen Missionen dran zu bleiben. Okay. Jetzt haben wir 7 SP. Jetzt könnte man ihr also dieses Verschwinden geben. Ignoriert den Schaden des nächsten Angreifers. Das ist echt nicht schlecht. Das wäre für sie gar nicht mal so unwichtig. Hin und wieder mal einfach keinen Schaden nehmen können. Und jetzt haben wir, wie gesagt, auch noch diesen, wie heißt er, diesen Bohne kennengelernt. Ein Kumpel von Faceit aus dem Jurastudium. Er hat mittlerweile seine eigene Kanzlei, obwohl Gerechtigkeit in King City zu suchen eine freudlose Aufgabe ist, hat ihn das bisher nicht aufgehalten. Er würde es sehr bevorzugen, wenn du ihn nicht Bohne nennst. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie viele Helden man auf einer Mission mitnehmen kann. Ich weiß noch nicht mal, wie viele man überhaupt haben kann. Trainingseinheit. Doctrine hat den letzten bekannten Aufenthaltsort der Superhelden gefunden, die von Crash Damage gejagt wurde. Ach, das wird diese Speedy Tussi sein. Right, listen up. Ah, Valtano meint 4 Stück. Remember that speedster that Crash Damage was hunting? Ja. Well, I found them. But if I've pinged their energy signal, it's only a matter of time before the company locks onto it too. Get down there and bring them in, whatever it takes. Alles klar. Also, dann nehmen wir mal, ja, wie immer diese Leute mit, die wir halt gerade haben, ne? Teamwork, optionale Ziele, entwaffnen, kein Held K.O., alles auf einmal. Das sieht eigentlich so aus, als ob das leicht wäre. Ah, auf der Kaufseite steht es. Danke, Valtano. Und das ist sie, ja. Okay. Wow, impressive display. Tama dan izai kansama. Bitte was? Sorry? What are you looking at, creep? Aha. Let's start over. It's obvious you're fast, but do you really think you can outrun the company forever? Well, if when the company does show up, I don't have to be faster than them. I just have to be faster than you, don't I? Wow, that is stone cold. I like her a lot. Look, I don't know why you've come here, but I'm not interested. We're the only thing keeping rogue supers like you safe from the company. I don't understand why this is so difficult. We don't have time for the scintillating dialogue. We've got incoming. Sie traut halt einfach niemand, ne? Vielleicht einfach einmal zu oft verraten worden. Halt! This is the company! Prepare to be detained! Was aber auch in dieser Stadt ist nicht unbedingt unlogisch ist. Okay. I'm not going anywhere. Wow, she's fast. Maybe try focusing on the company goons in front of us? Ja, den Eindruck habe ich auch. Also gut, wir sollten erstmal gucken, dass wir jetzt die Typen hier so nach und nach entwaffnen, würde ich mal behaupten. Also als allererstes, ja gut, der wird nicht lange genug leben, glaube ich. Ich ahne, dass er nicht lange genug leben wird. Mal gucken, wir gehen jetzt erstmal da drüben hin. Ach, man kann hier nicht rein. Oh, schade. Egal, du gehst jetzt mal da drüben hin.
Dann will ich, dass der da... Nee, das bringt ja gar nichts. Ich denke... Ich mach Schaden auf den da hinten. So, das hat ihm schon mal wehgetan. Jetzt machst du dein Schild mal an. Ich weiß, dass ich sie beschützen muss, aber sie ist halt erstmal sau weit weg. Dann gehst du schon mal da ein. Pop. Easy. Und damit tankt er die schon mal jetzt hier. I've got to get their attention. Ein Feld darüber. Nee, besser wär's. Ich meine, die hält bestimmt was aus. Ich bin da zuversichtlich. Was ist, wenn ich jetzt dich angreife? Das kostet einen. Das würde den halt noch entwaffnen. Das wäre halt schon nicht schlecht, die zu entwaffnen. You see what I mean? So, die beiden sind entwaffnet. Das könnte den hier töten. Oder wir töten einfach den da hinten. I'll distract them. Huh? Sauber. Und dann jumpst du noch da ein. Okay, die hält doch nicht so viel aus, wie ich gedacht habe. Good planning makes for clean victories. Well done. Alter Falter. You're faster than this. Don't let them hit you, Sin. Okay, also nächste Runde muss ich an ihr dran sein, sonst ist es vorbei. Das ist echt nicht so easy wie gedacht. Alles klar, also was mache ich jetzt mit dir hier? Im Grunde... Ja, bei ihm ist es relativ egal. Ich mache einfach nur Schaden. Der tötet jetzt die beiden jetzt einfach. Hey Jugen, ja. Ja, wir haben... Natürlich haben wir Superkräfte. Natürlich haben wir Superkräfte. Hier kann ich nicht durch. Ah, ich kann entweder nur da... Oh, okay, das hätte ich nicht gewusst. Wie weit geht das? Ich muss eines darüber. Dann kann ich den jetzt hier schwächen. Oder ich könnte ihm einfach die Waffe abnehmen. Hey! Okay, mehr kann ich gerade gar nicht machen. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Nummer für sie gerade eben, ehrlich gesagt. Jetzt gucke ich mal, dass ich da hinten hinkomme. Whoa, let's cake next time, buddy. You have any idea how much you weigh? Sie bekommt jetzt mal ein Schild. Das Dumme ist bloß, es reicht halt nicht. Sie steht für mich sehr ungünstig. Aber vielleicht geht's jetzt doch. Mädel, geh doch da weg, wenn ich mich schützend vor dich stelle. Oh Gott, die Frau. Ah. Okay, wir versuchen sie jetzt einfach zu retten. Irgendwie retten. Auch wenn sie eigentlich nicht zu retten ist. Einmal so angreifen, dankeschön. Der hat's hinter sich. I'll take him out. Und dann wirst du den hier noch... Du kannst ihn nicht entwaffnen, das ist ungünstig. Okay, ich sehe es jetzt einfach mal von der Seite. Ich werde jetzt einfach versuchen... Ah, shit. Der ist halt der gefährlichste. Der macht richtig fett Schaden. Ich stelle mich einfach in den Weg. Nothing to see here. Autsch. Oh, Doppel-Autsch. Sie hat den Schild bekommen, genau, deswegen überlebt sie das. Okay.
Den einen haben wir jetzt hier erledigt. Das Dumme ist, wenn ich mich wegbewege, bekomme ich, glaube ich, Schaden, ne? Ja! Wenn der Helden keine Gesundheitspunkte mehr haben oder in einen Abgrund gestoßen werden, sind sie bewusstlos. Bewusstlose Helden können sich nicht bewegen oder Aktionen ausführen. Bewusstlose Helden sterben innerhalb von 2 Zügen, wenn sie nicht wiederbelebt werden, damit sie nicht sterben. Um einen Helden wiederzubeleben, bewege einen anderen Helden in ein angrenzendes Feld und benutze Wiederbeleben-Aktionen. Wenn ein Held stirbt oder wenn alle Helden bewusstlos sind, ist die Mission gescheitert. Also, ich darf nicht mal einen Held verlieren. Okay, das ist jetzt hart. Ich würde jetzt als allererstes mal ganz, ganz kurz mal... Hey, bad guy! Look at the shiny crystals! Und dann bewegen wir dich mal darüber. Also die macht schon Schaden, die Gude. Das muss man dir lassen. Compelling work, Rebound. And stay down. Glad I prepared for that. Also ich habe echt gedacht, dass es leichter wird mit kein Held K.O. Also erstmal wird der jetzt hier getankt. Hey, corporate tool, over here. Und ja, hauen würde ich ihn jetzt so nicht. Ich würde ihn einfach mal festhalten. Keep him distracted, champ. Okay, das Festhalten kann ich mir sparen, weil sie haut es sofort wieder kaputt. Ja gut, jetzt ihn wieder aufstellen. Thanks. I needed that. So, die maximale Gesundheit ist halbiert. Alles klar. Child's play to get them where you want them, Rebound. Was wäre noch die nächste Aktion gewesen? We've got to get out of here. Are you coming with us? What if I say no? The company sends its hounds after you. Make sure you've got nowhere and no one left to run to. And one day they catch up to you and you disappear. It's not safe out there for solo operators. But together, we can fight back. I'm not really a team player. I'll take my chances solo. Listen, Doctrine said we had to bring you in. We can do this the easy way or the hard way. The easy way, please? Don't make us do this. Nice try. Not happening. Stay out of my way. Not all. Damn, that's fast. The easy way or the hard way? Did we just accidentally try to kidnap someone? The word we use is recruit, kid. How does he creep up like that? Why can't I read you? You're better off not knowing what's in my head, kid. Here be dragons. Now look. What is it about this you don't understand? You can't just let supers run off like that. The company is gonna punish every mistake we make. They didn't exactly give us a choice, Chief. No more screw-ups. Next time, bring them in, no matter what it takes. It ain't safe out there. Also der weiß auf jeden Fall mehr, als wir auch nur ahnen können. Ja, leider ist... Ach, das Entwaffnen! Aber da waren doch gar nicht genügend Gegner zum Entwaffnen. Hätte ich warten müssen, bis einer nochmal eine Waffe aufnimmt, oder? Okay, okay. Wieder mal auf die harte Tour was gelernt. I'm expanding my mind. Auf jeden Fall hat jetzt hier unser Mind-Typi wieder ein Level up. Währenddessen irgendwo in King City. They're making a mockery of you out there, Wildstar. Oh. This is my mess now? You're supposed to take care of the streets, Wildstar. I am mere weeks away from product launch. I can't afford any of your fuck-ups. Ha! Your product is a pipe dream, Primax. One that's costing me money. Your money is my money, Alpha. My ventures have earned the company significantly more capital than your little make-a-merc shop ever has. Or ever will. Or have you never looked at our financial reports?
Hey, what's the point of conquering a city if you have to do a bunch of paperwork, right? Let's just agree that both of your plans are tedious. You may not care for the bigger picture here, Wildstar, but we do. We're about to bring the entire country to heel. Don't let that old fool get in your way. You worry too much. Crash Damage is handling it. He just needed the right motivation. You'll see. Na gut, wenn Sie meinen. Was meine Helden für Superkräfte haben, kann ich ganz, ganz kurz nochmal zusammenfassen. Also das hier ist Face It, der ist im Grunde ein Tank. Der ist also dafür da, Schaden zu tanken, zu verhindern, dass andere Schaden bekommen. Dafür kann er Kristalle erschaffen auf seinem Körper und auch woanders. Dann haben wir noch Rebound. Rebound kann teleportieren und ist eher so fürs hinterhältige Abmeucheln zuständig. Kann also hinter Gegner springen, sie abmeucheln, bekommt Bonusschaden, wenn der Gegner wenn sie nicht in seinem Blickfeld ist und wenn sie angreift. Und dann haben wir noch hier den Mindfire bis jetzt. Also die ersten drei Helden, die ich im Grunde besitze. Wir haben gerade immer die vierte gesehen, das ist die schnelle, aber die haben wir noch nicht. Der ist im Grunde ein Schadensausteiler, ein Damage-Dealer, der ist besonders gut darin, Gegner zu besiegen, die viele Lebenspunkte haben oder zu unterstützen, Lebenspunkte von anderen Helden, Gegnern runter zu knüppeln. So, und er hat jetzt auch was Neues freigeschaltet. Willenskraft. Erhalte eine zusätzliche Aktion, um die Option, jede Fähigkeit noch einmal zu benutzen, auf Kosten all deiner Bewegung. Ey, das ist mal krass geil. Wow, das ist krass geil. Also einfach sich nicht bewegen und nochmal angreifen. Oder Verschiebung. Bewege dich in gerader Linie, löst keine Passierschläge aus. Ja, das hätte mir gerade eben geholfen. Und dann haben wir noch Widerstand. Stößt den ersten Angreifer pro Zug zurück. Die Frage wäre halt, ob das halt zuerst passiert oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine nette Kiste. Eine nette Kiste. Okay, Leute. Aber damit würde ich mal sagen, sind wir für heute fertig. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich weise noch einmal darauf hin, Capes ist seit heute draußen. Und zwar nicht nur auf PC Steam, sondern ihr könnt es euch auch auf Konsole holen. Nintendo Switch, PlayStation 5 und 4, Xbox One und Xbox Series X. Darüber hinaus ist das Ganze, wie gesagt, im Grunde so ähnlich wie XCOM-Strategiespiel, allerdings mit dem Unterschied, dass die Helden sich nicht irgendwie verstecken müssen hinter irgendwelchen Barrikaden, um nicht getroffen zu werden, sondern sie sind tough und machen mit Teamwork Combo-Attacken, die dann wiederum mächtigere Effekte auslösen, Sondereffekte auslösen und so weiter und so fort. Das Ganze hier ist sozusagen von Morgan Jeffet geschrieben, der im Grunde das kreative Mastermind hinter so Superhelden-Spielen wie Freedom Force und Teen Titans ist. Und ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal für das Sponsoring dieses Streams. Der Derek war ja vorhin auch da. Falls ihr noch da seid, ich grüße euch noch einmal. Und ich werde jetzt jemanden raiden. Und zwar jemand auch, der dieses Spiel gerade eben streamt. Ich entmaskiere mich heute mal. Ich zeige meine wahre Identität. So, Leute, damit sind wir für heute fertig und wir sehen uns am Sonntag. Ne? Macht's gut, danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Ah, da ist ein ganz kleiner Streamer live. Dann nehmen wir doch den, oder?